liebe Leute. Wir sind immer noch in Dubai. Wir, das ist der kleine Tim hinter der Kamera, der dicke Bernd vor der Kamera und die Chefin ist auch dabei. Das ist die da drüben. Und wir sind Global Village Dubai. Es ist dunkel, aber beleuchtet. Wir hoffen, dass wir gute Bilder einfangen können. Global Village ist, ja, Dubai wollte zeigen, was so geht in der Welt. Verschiedene Pavillons, verschiedene Länder stellen sich vor, unter anderem natürlich auch mit dem Essen. Und da wir heute eigentlich kaum was zum Mittag hatten, ne? Ja? Könnt ihr vielleicht im letzten Video sehen, blenden wir mal kurz hier oben ein, haben wir uns entschlossen, heute hierher zu gehen. Es sieht geil aus. Ist ein bisschen Disneyland-Feeling. Mal gucken, ob die was Ordentliches zu essen machen. Die Bewertungen waren geil. Deswegen gucken wir es uns an. Kommt mit nach Global Village. Jetzt haben die uns die Kamera abgenommen. Also nicht die Kamera, sondern das Mikrofon. Wir haben im Vorfeld gelesen, die haben sogar noch geschrieben, es ist erlaubt hier, keine Ahnung, Video- und Fotoaufnahmen zu machen. Wir warten eigentlich nur jede Sekunde drauf, dass die Cops kommen und uns richtig auf den Sack gehen. Er guckt mich auch schon an, der kommt gerade. Und ja, ja, okay, illegal in Dubai. Nur für euch, wenn das jetzt nicht jetzt schon Daumen nach oben wert ist, dass wir hier unsere Stoppschläge für euch kassieren. Hey, 30 Kilometer weiter bei den Saudis kriegst du auf jeden Fall mit dem Säbel, du weißt schon. Okay, wir gehen gucken, ob wir was zu essen kriegen. Ich hoffe, ihr versteht mich und ihr seht überhaupt irgendwas. Weil wir sind jetzt mit der kleinen Kamera unterwegs. Und Maske auch noch. Und Maske, kein Spaß für euch. My last lobster roll I had in New York. Maybe you can compare. I don't know. You just try. Yeah. Looks so beautiful. Thank you very much. Thank you. Haben wir genug Licht hier, Timmy? Ja. Also, ist so ein Brioche-Brötchen. Zitronenecke ist dabei. So, jetzt brauchen wir noch irgendwie. Aber hier ist doch geiles Licht. Komm mal her. Zum Essen darf man es ja ausziehen. Guck mal, jetzt haben wir geiles Licht. Okay. Also ein bisschen Zitrone würde ich sagen, ja. Aber nicht zu viel. Schön, kannst du mir kurz helfen? Aber sieht schon geil aus. 10 Euro. Die Frage ist, wie viel Lobster ist wirklich drin, gell? Aber ich wünschte mir, wir könnten bei uns so ein Brot backen. Also irgendwie muss ich das mal probieren. Ich will unbedingt so Samples probieren. So, hier haben wir ein bisschen geschmolzene Butter. Ja, geil. Wir machen ein bisschen drüber. Und dann werden wir direkt probieren. Zum Glück gab es heute noch nichts zu essen. Aber guck mal, krass, das Ding ist geil warm, schön getoastet. Boah, Butter drauf. So. Brot ist krank. Geil. Guck mal, das Ding ist, wenn ich nicht wüsste, dass es Hummer ist, ne? Ja. Mein Feedback? Lobster Roll, 3 von 10. Timmy, noch ein bisschen Butter? Ja, ein bisschen würde ich noch nehmen. Dankeschön. Sag mal, es ist nicht so schlecht, also, ne? Ich finde das Brötchen gut. Ja. Also ich finde es. Das Brötchen ist krank. Also. Ich esse nicht so oft Lobster, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich finde es gut. Schmeckt schon gut, ja. Also was gibst du? 6 von 10. Sechs von zehn, gut. Ich sag mal so, Timmy, wenn die Leute uns hier fleißig durch die Decke teilen, ne, und ordentlich kommentieren und uns Videos angucken, dann schaffen wir es. Ja, dann, nee, das sowieso. Wir machen Lobster als Rezept, geile selbstgemachte Lobster Roll und wir fliegen nach New York und essen dort im Chelsea Market Lobster Rolls, okay? Aber nur, wenn ihr hier, ihr wisst schon. Ich gebe 7 von 10, ich finde es geil. 7 von 10, okay, rein damit. Glücklicherweise hat der Tim gerade festgestellt, dass wir das Mikro doch dabei haben. Ich habe so ein super kleines Ansteckmikro. Ich hoffe, uns erwischt keiner, wir sind ja schwerliga unterwegs. Ey, die wollen einen Saft trinken, aber was wir jetzt als erstes machen? Ich habe Muscheln gesehen. Lass uns mal nach den Muscheln gucken.
sieht doch schon mal ganz geil aus. Ich habe das eigentlich ursprünglich gesehen bei so einem, die haben hier so Floating Market gehabt. Ich weiß nicht, ob die das geändert haben. Bei den Stand gab es eigentlich auf so einem Schiff drauf. Aber mal gucken, es sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Und die Ladies, die drin stehen, machen mir jetzt auch einen authentischen Eindruck. Ne? So, also wollen wir mal sehen, sie macht es da wirklich mit Hingabe, ihr habt es gesehen. Ich liebe diese Grünschalenmuscheln und die sind wirklich günstig zu erwerben. Vielleicht, wenn es geil ist, machen wir es zu Hause mal nach. Aber ich finde auch diesen Grill gut, den sie da hat. Das ist ein Elektrogrill. Für hier läuft es schon, gell? Wir sind gespannt. Pünktlich zur Gebetszeit, ihr hört es, genehmigen wir uns eine Muschel. Uff, diese Gabeln sind natürlich auch exzellent. Mmh. Ganz anders als erwartet. Mmh. Wir sind auf der zitronigen Seite, ein bisschen spicy. Ich weiß schon, wem es nicht so schmecken wird. Aber ich finde es geil. Mmh. Wow, komm mal her. Komm. Ich glaube, es wurde kürzlich erwähnt. Ja. Aha, aha. Ja. Von mir 9 von 10 für die Muscheln. Tim, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Du bist nicht so der große Muscheltyp, sagst du? Also null. Also null? Also null. Null, null. Sieht aber gut aus. Du nimmst dir gleich die große, schön. Das ist jetzt Definitionssache. Ja. Also das Einzige, was ich irgendwie abfacken könnte, wäre die, tatsächlich die Konsistenz. Aber geschmacklich bist du bei mir, glaube ich. Weil du magst ja auch so Tintenfisch und so. Immer einen Daumen nach oben für den Tim. Also, der Arme. Man kann es essen, ja. Aber Konsistenz ist jetzt nicht so meins. Aber Konsistenz. Der Geschmack ist gut. Was sagen. Gibst du? 6 von 10. Ich sage klare 7 von 10. Chefin? Ich sage auch 6 von 10. Eine 6 von 10? Der Geschmack, die Chili und die Zitrone ist eigentlich ganz gut. Ja. Das stimmt. Ja, das kommt eigentlich ganz mit dem Knoblauch und so kommt eigentlich ganz gut rüber. Ich ziehe mir jetzt die letzte rein und dann geht's weiter. Ja? Junge, du kannst dich ja gar nicht aussuchen, wo du hingehst. Das ist ja schon krass. Du brauchst ja auf jeden Fall 4 Stunden. Ne? Also guck mal, der Typ da drüben in der Hütte, Tim, also ganz ehrlich, Bosnienhaus. Das ist zu weit weg, aber da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da müssen wir gleich hin, Digga, anders geht's doch gar nicht. Ich habe Melone schon probiert, gerade bei der Chefin. Ich kann nur 9 von 10 geben, weil die Kerne mit drin sind. Und er ist aufgegossen mit irgendwas. Ja. Ist nicht reine Melone, aber ist geil. Ich gebe 9 von 10 für den frischen Saft. Und er könnte ein bisschen kühler sein. Ja, kühler. Ja, also meiner ist sehr kühl, aber ja? Man merkt auch, dass er verdünnt ist mit irgendwas. Aber er schmeckt trotzdem noch gut. Okay, 9 von 10. Holt euch einen Saft. Komischerweise, hast du gesehen, was sie da grillen? Hast du es gefilmt, Timmy? Das ist ja krass, was sie da machen. Hackfleisch im Brötchen, ja. Ist ja genau dein Ding, oder? Und sie dürfen es nicht auseinanderschneiden für uns.
Oh, guck mal hier, Tim. Ich sehe schon, wir kriegen Probleme. Uff. Das sieht gut aus. Es ist Zwiebeln. Hier drin ist, ich tippe mal auf Eiber. Ja? So, wir machen jetzt einen geilen Trick. Schneiden es jetzt einmal der Länge nach durch. Dann packen wir es hier wieder rein. Aber krass, dass er es nicht machen darf da drin. Keine Ahnung, vielleicht hat es mit irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, zu tun im Moment. In-House-Dining, Outdoor-Dining, man weiß es nicht. Für den Arsch, wir schneiden es auseinander. So, Tim. Ich bin der Erste, gell? Ja. Hackfleisch und Brötchen, ihr habt's gesehen. Zehn von zehn. Tim. Ja. Schmeckt wie unsere Köfte. Ist schon mal gut. Video oben rein. Sehr geil. Ich lasse Timmy noch probieren jetzt. Wie ein Mann hat er reingebissen. Wie ein Mann. Aber geil, ist geil rosa, gell, irgendwie. Das kommt halt von den Gewürzen und von dem Natron. Deswegen, ich kann es euch empfehlen, guckt euch auf jeden Fall mal unser Cevap-Köfte-Video an. Da habe ich das so ähnlich nachgemacht. Könnte man natürlich auch so flach drücken. Aber von mir gibt es eine 10 von 10, Timmy. Was sagst du nach dem zweiten Biss schon? 7 von 10. Why? Was gefällt dir nicht? Der Geschmack vom Fleisch ist nicht so. Nicht so nice, obwohl es geil gegrillt ist? Ja. Nimm noch mal ein bisschen, vielleicht hilft's. Wird nicht besser, sagst du? Nein, auf keinen Fall. Ja, ist halt Schwein, gell? Okay. Ja, der isst da nur noch Hummer und. Chevin, du hast mein Stück wegpoliert. Ich bin auch 10 von 10. Ja, Chevin ist bei 10. Super lecker. Na gut. Ich finde, sie machen es gut. Ja, ist da hoch. Schöne Flatschen. Okay. Aber du wirst es aufessen oder müssen wir es wegwerfen? Ich esse auf. Er isst es auf. Und dann gehen wir mal weiter. Schon krass. Wir werden auf jeden Fall bestimmt noch was finden. Floating Market. Da gibt es Street Food. Mal wieder auf so schwimmenden Schiffen. Das wollen wir uns auf jeden Fall mal reinziehen. Habe ich im Vorfeld auch schon gesehen. Wollte ich unbedingt hin. Aber Social Distancing schwierig hier. Aber ich denke mal, wir werden es schon hinkriegen. Und guck mal, was hier so Geiles gibt. Wir finden bestimmt was. Hi, hello. Hello. Can I have one portion of them, please? Huh? One portion, please. Filmen. Filmen Sie ihn. Ich bin so aufgeregt, er hat tatsächlich eine richtige Form dafür. Gibt es bei uns ja, recht selten. Ist ziemlich geil, sind Oktopusbällchen. Japanisch. Takoyaki. Das Geile dabei ist, ihr kennt es bestimmt, ihr habt es schon mal gesehen. Das ist, da kommen oben drauf diese Thunfischflocken. Die bewegen sich dann noch. Also erst kommt Mayo drauf, dann kommt Unagi-Soße drauf. Und dann kommen Thunfischflocken oben drauf. Und wenn die auf die warmen Bällchen oben drauf kommen, fangen die so an zu tanzen, guck. Er macht mit richtig Liebe. Seht ihr, wie die sich bewegen? Das ist das Krasse dabei. Und es riecht auch sofort geil danach. Wenn wir uns direkt reinzwitschern. Hier ist auch noch Licht. Das ist perfekt.
Ja, sehr freundlich, dankeschön. Immer gut, eine helfende Hand dabei zu haben. Sir, may I have two napkins, please? Thank you, sir. So, Thunfischschnecken riechen auch schon oberkrass. Aber guck mal, die fangen hier oben drauf an, so zu tanzen dann. Guck mal hier rein. Ja, das ist der Trick dabei. Man schnappt sich so ein Ding. Also, ich habe die auf der ganzen Welt gegessen. Ich muss noch einen probieren. Ah, da ist Garnele mit drin auch. Normal ist nur Oktopus drin. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht. Caro, sag du mal. Ich fütter dich mit einem Bällchen. Fünf von zehn. Sie kommen der Sache sehr nah, aber sie können tatsächlich ein bisschen geiler sein. Die Bonito-Flocken, die sind nicht so ganz geil. 5 von 10. Aber wenn ihr das sonst irgendwo auf der Welt kriegt, geht hin und haut euch rein. Ich werde jetzt dem Timmy noch eins verpassen. Ja. Sie filmen den Tim, gell? Sehr gut. Timmy? Oha. Nee? Da bin ich mal auf deine Review gespannt. Ah, warte. Ah. Ja? Tim ist sich noch nicht ganz schlüssig. Willst du noch eins zum Probieren? Auf gar keinen Fall. Nee, Oktopus muss nicht sein. So semi, gell? Ja. Dein Rating? 3 von 10. 3 von 10 vom Tim. Caro, das heißt, du musst den letzten essen? Nein. Also ich? Ja. Komm her. Super. Ja. Ich bleib dabei. 5 von 10. Ja, sie macht so Shrimps. Komm, ich geh mal einen Schritt näher ran. Social Distancing war gestern. Sie macht wahrscheinlich einen Shrimp Fried Rice. Geil. Können wir unser Video auch mal einblenden? Ich würde auch sofort gerne den Fried Rice essen jetzt. Aber ganz ehrlich, guck mal die Portion an. Da sind 2 fette Schalen Reis drin und ein Berg Garnelen. Alles schön und gut. Das Ding ist aber, wenn wir uns das jetzt reinhauen, war es das für heute. Das ist auf jeden Fall eine vollständige Mahlzeit. Und es ist irgendwie cool. Es hat wirklich was so von Thailand. So ein Floating Market. Ich meine, ey, das ist alles Plastik hier. Das ist alles künstlich angelegt. Aber es macht eine ganz gute Illusion. Und ich sage euch was, wie es ist. Ich glaube, dass die Leute, die in den Ständen drin sind, sind tatsächlich, scheint authentisch zu sein. Glaube ich zumindest. Weil es sieht mir so aus. Und auch so, wie die vom Arbeiten her sind und wie es da so aussieht und so. Das erinnert mich dann irgendwie schon an Asien auch. Und da oben hängt so ein komplett verfetteter Ventilator als Dunstabzugshaube. Weißt du, Tim, kannst du das gerade mal zeigen da oben? Da hängt so ein Ventilator oben in der Ecke. Siehst du den? Ja. Weißt du, der ist einfach hart verfettet und so, der ist noch nie geputzt worden. Und das finde ich schon ziemlich krass. Und die haben hier unten auch so einen großen Mörser stehen, wo man so Thai-Papaya-Salat drin macht, habe ich gerade gesehen. Unseren Thai-Papaya-Salat, Tim, den können wir auch nochmal einblenden, oder? Der ist ja gerade erst gelaufen, das ist ein ganz neues Video, ist hier oben drin. Sehr, sehr geil. Wir gehen weiter. Leute, wir haben gerade gemerkt, das Video ist auf jeden Fall schon ziemlich lang geworden. Und weil wir euch das ersparen wollen, wieder 45 Minuten Vlog zu gucken, bedanke ich mich hier an der Stelle schon mal fürs dabei gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen wie bisher. Wir machen jetzt hier weiter mit Part 2. Und wenn der Tim nicht wieder aussteigt, machen wir auch noch Part 3 vielleicht. Oh, schwierig. Hey, vielen lieben Dank. Drückt mal Abo, macht mal Glocke aktiv, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Dann bleiben wir am Ball und bleiben connected miteinander. Es kostet euch gar nichts. Und ihr seht, wenn der zweite Teil vom Global Village Food Vlog aufgeladen wird. So, jetzt. Oh Mann, ich bin so aufgeregt, wenn es Thai-Food gibt. Mann, ey.